Maschinen- und Anlagenführer, das ist für uns ein ganz wichtiger Beruf. Der kommt bei uns, bei uns heißt es Vorfertigung, das heißt, wo die ganzen Pressen, Stanzmaschinen, Kantmaschinen, wo die ganzen Maschinen im Einsatz ist und die Blechteile hier. Maschinen- und Anlagenführer hat für mich oder ist in Erwägung gekommen, weil ich schon immer die Interesse für handwerkliche Berufe mit schweren Maschinen zum Beispiel jetzt haben mich schon immer interessiert. Also in der Ausbildung ist es eigentlich ziemlich abwechslungsreich, weil du in total viele verschiedene Abteilungen reinkommst und überall mal reinschnupperst. Aber als Maschinen- und Anlagenführer fertigt man eigentlich zum größten Teil zum Beispiel Wannen oder Verkleidungsteile an die ganzen Kantmaschinen her. Und die sind also nicht mehr so einfach wie früher, dass man nur das Teil rein und raus, sondern die müssen programmiert werden, eingestellt werden. Und das macht der Maschinenanlagenführer. Der betreut die Maschine, der kann auch einen gewissen Teil an Wartung, Instandhaltung machen und wie gesagt, dann die Maschinen natürlich auch bedienen, das Ganze. Der ist hochkomplex, der Beruf, und die Ausbildungsdauer ist bei dem 2 Jahre. Ich finde, es macht Spaß da zum Arbeiten, weil es gibt wenig Sachen, die mir jetzt da zum Beispiel nicht gefallen. Ja, ich habe eigentlich nichts zu meckern da.